starker Angriff. Das können wir uns noch reinziehen. Das war während dem Fortnite-Event. Das ziehen wir uns noch rein und dann gehen wir ins RP rein, okay, Friends? Machen wir so. Bitte fahr einfach weiter. Obwohl, dann ziehen wir uns noch Assi TV sein Video rein und dann gehen wir ins RP rein. Da, Auto weg. Oha, oha. Okay, das ist heute rausgekommen sogar. So. Wie ihr sicher mitbekommen habt, hat Revi letztens sein Monitor geschrottet, aus dem Fenster geworfen und ist draufgetreten. Werde wieder gesandwicht! Von... Ey, man sieht ja gar nichts. Oh, sorry. Schönes Ding, Digga, schön, Junge. Beim Fortnite-Cup von Eli und Amali ist genauso scheiße. Hä? Man darf nicht aus dem Fahrzeug. Nee, das darfst du nicht. Guck mal, was die machen, Digga. Bro, das ist ein Fahrzeugkill, Bro. Ja, Jungs, ihr habt mich gef***t. Ihr habt mich mal wieder gef***t. Ihr habt mich mal wieder... Und es geht immer noch um 20.000 Euro. Und wir werden heute dafür sorgen, dass Revi kommt. Schade, dass Revi immer alles auf die anderen schieben muss, wenn er reinzockt. Weil wie sollen wir das Ganze machen? Zum ersten haben wir eine Funkmaus, die werden wir einfach, also diesen Empfänger in Revis Computer machen. Ja, Nummer 1, Nummer 2 ist die Funktastatur. Danke Julius fürs Halten. Bro, der wird einfach durchgehend getrollt. Ich würde auch einfach ausziehen und dann einfach nur noch zu Hause streamen. Jeden Tag wird er von seinen Mitarbeitern abgefuckt, der Abend. Und dann haben wir noch einen sehr professionellen Teil, muss man sagen. Der Teil ist, wir werden diese Kamera über ihm ganz hinten, wo er sie nicht sieht, placen. Wir werden auch seinen Monitor und Screen zoomen, dass wir auch seine Reaction haben. Wir werden das live in unserer Regie quasi abfilmen, abhören. Und das Ganze wird über Kamerafunk an unser PC übertragen. Das Lustige ist, Revis Büro ist hier direkt nebenan. So, hier wird Revi gleich streamen. Und wir werden unsere Sachen jetzt platzieren. Wir haben einmal die Maus hier, Julius. Boah, das sieht voll krass aus, Alter, seine Bude. Also hier sein, dieser Streaming-Raum, das sieht übertrieben nice aus. Ich feier diese Wand. Und wir werden unsere Sachen jetzt platzieren. Boah, die Couch sieht auch sehr, sehr gemütlich aus, Bruder. Die Couch sieht sehr gemütlich aus. So haben wir hier diesen Empfänger am PC ran, der ist auch sehr unauffällig. Dann werden wir unsere Maus schon mal kontrollieren dann nachher. Dann haben wir die Tastatur, da haben wir noch einen kleinen Empfänger. Den kannst du mir auch noch geben, Julius. Den hole ich dir natürlich. Hey, thanks, man. Thank you very much, man, for the... Man sieht gar nicht, Digga. Sieht nicht, dass das da drin ist. Also das Finale, was wir jetzt noch machen müssen, ist die Kamera. Hackerangriff. Dauerstromspeisung. Damit fangen wir dann das Bild auf und dann sehen wir auch, was Revi dann auch gemacht. Okay, wir haben jetzt hier oben unsere Kamera versteckt. Videofunk haben wir auch gemacht. Dauerstromspeisung ist dran. Okay, Freunde, wir haben jetzt hier das Schwarzbild. Wir müssen jetzt reinsneaken und die Kamera bei Revi anmachen. Wir lenken ihn jetzt zu dritt ab. Der ist gerade schon im Cup drin, das heißt, es geht schon los. Maus und so holen wir jetzt auch noch raus. Und dann geht's los. Ich bin sehr gespannt, wenn der mit richtig sauber sein. Der wird so sauer. Diese Dinger zum Aufstellen für diese Autos. Das wird's genau. Okay. Bro, geh mal raus, Digga. Wir spielen um Geld. Ja, hau mal ab. Affe. Kopfgeld. Wir waren jetzt drin und wir müssen jetzt hoffen, dass die Kamera Signal sendet. Das ist alles für den Hops. Er ist auf jeden Fall connected. Tobi schreibt rein und jetzt müssen wir Bild sehen. Oh mein Gott. Es ist nicht Fokus. Oh nein, Digga. Ey, das kann doch nicht sein. Bro, er hat doch nicht... Ey, das... Er hat das Ding hier fokussiert, aber nicht das? Ey, Bruder, das kann doch nicht sein. Ich hätte mich so abgefuckt. Es hat alles hingehauen, nur das nicht. Der Fokus ist auf dem Blatt, Digga. Oh nein. Geh doch mal kurz rein mit Akani. Es ist 18 Uhr. Stimmt, der muss gefüttert werden. Ist wirklich aber Alter. Zweit. Ich muss Akani füttern und einer muss die Kamera. Ich fütter den und du machst die Kamera. Hat der Essen da? Kurze Info, es ist 18 Uhr und Akani kriegt jetzt Fressen eigentlich. Aber wir nehmen lieber das von Flash, von dem Dreh. Wir müssen jetzt nochmal den Fokus fixen und dann können wir loslegen. Ja, wir hätten gegeben. Ey Jungs, bitte, was macht ihr hier? Der hat schon gegessen, der frisst doch immer morgens. Ich hab keine Brille auf. Wie auffällig! Ey, Bruder! Wir waren gerade schon. Revi ist auch so lost! Er ist doch egal eigentlich, oder? Egal, aber er war Fokus. Er war Fokus aufs Spiel. Nein, ich meine, der wird sauer sein, aber wenn wir das haben, dann sind wir safe. Was ist ein guter Fokus? Ich hätte so Vertrauensprobleme, ne? Dafür, dass ich bei ihm reingehe. Digga, so als Scam. Da siehst du, dass es richtig unscharf ist. Ruhe, bitte verpiss dich, was willst du? Ich kann jetzt nicht, lass mich. Schaut mal, wir haben jetzt hier eine 2x2-Box, okay? Hey, warte mal, wie krass ist das denn, was du da hast? Warte. Bro! Wie heftig ist dieses Gerüst hier, Alter? Du kannst ja da alles dran machen. Ich will das auch haben, das sieht übertrieben nice aus. Mal schreiben. Dann machen wir wieder Zimmer um. Es geht doch nur um ein Upgrade. Habe ich gesagt, ich will meinen Tisch umstellen? Ich will mein Zimmer umstellen? Nein, ich keine Angst, das bleibt so. Ich wollte nur einfach mal, darf ich nicht ein bisschen upgraden? Oh, okay. Hat die keine Verbindung durch die Wand? Warte mal, ich muss. Digga. Wir lassen jetzt erstmal alles. Meine Maus spinnt! Das Hacker ist erstmal. Meine Maus spinnt die ganze Zeit! Der
wird mich gleich zu 1000% fragen, ob ich irgendwas fixen kann. Der arme, Digga. Die neue Maus, Digga. Das ist dieselbe. Das ist genau dieselbe. Tobi, schieß mal einfach ein bisschen. Ich hab, matzmäßig hab ich noch echt genug. Guck, als wäre die Wand aufgeschossen. Hab ich geschossen? Ja. Bro, ich schwör's euch, mit meiner Maus stimmt ehrlich was nicht. Tobi, meine Maus ist im Sack. Ich brauche, die macht die ganze Zeit irgendeine Scheiße, Mann. Bruder, er sagt, Tobi, meine Maus ist kaputt. Er will, dass er ihnen hilft, aber er weiß noch gar nicht, dass Tobi ihn gerade am... Hör mal auf, Digga, was ist mit meiner Maus hier los, Bro? Ich schwör's dir. Hau die gleich kaputt. Ich hab Gewehr mit Standardskill. Ja, ist so. Ist krass. Guck mal, wie er ist, aber... Er checkt's gar nicht, ne? Stellt euch vor, er ist oben auf 500 Meter Bauchhöhe, was keine Ahnung, das geht. Und dann machen wir weh und er springt auf. Der Fall steht wirklich an der Klippe und dann machen springt wir runter. Machen wir zusammen auf und so ein bisschen Junge, was macht meine Maus? Pass auf, Leute, wir haben natürlich auch Zugriff zu seinem Stream-Overlay. Okay, wir sind hier im Stream-Overlay. Okay. Ich muss es direkt ausblenden. Sobald wir jetzt oben auf Safe drücken, wird es übernommen. Okay, seid ihr ready? Ja, okay, wir saven jetzt und machen es direkt wieder aus. Hä? Oh mein Gott, hey, das habe ich gar nicht mitbekommen, Alter. Ich habe gar keinen Clip gesehen. Leute, was war das? Wir nehmen jetzt hier mit so einem Fortnite-Schuss-Sound, ihr hört ihn wahrscheinlich. Bruder, die freuen sich auch richtig, ne? Das ist auch so richtig dieses... Die denken wirklich, die haben den gerade gehackt. Dein OBS, der ist nicht bei ihm. Ihr hört den ganze Zeit schießen, den werden wir jetzt mal einblenden und gucken, ob die Leute den hören. Ich mach ganz laut. Und dann schnell weg, aber schnell weg. Hä? Wer schießt hier? Digga, Rivi ist auch einfach lost, ne? Mit dem kannst du auch sowas machen, das ist halt wirklich... Der lädt nach sogar, ja. Das ist so bad, er checkt halt auch wirklich einfach nicht. Digga, what the fuck, wieso hab ich denn nur das Schießen gehört? Hä, hey, Bro, hier ist irgendwas noch offen bei mir. Mein eigener Stream. Warte, ich steig aus dem Auto aus, ich steig mal aus. Nein, die AR gibt es nicht mehr. Die AR gibt es, ich steig mal aus mit F. Nee, ich steig aus mit E. Hey, what the fuck? Schieß mal, schieß mal durch jetzt, lass mich mit teilen. Ey, ich hätte mich so abgef***t, ne, mitten im Turnier. Bro, ich wäre so ausgerastet, ne. Ich hätte auch den Stream ausgemacht, wirklich, ich hätte auch den Stream ausgemacht. Ich weiß ernst. Ey, Bro! Er steigt aus. Hallo, bleib still! Hallo! Hallo! Meine Tastatur! Bitte fahr einfach weiter unter Auto. Ey! Was ist denn los, Bro? Digga, was ist denn das? Ey, ich bin ausgestiegen. Warum? Du hättest damit besser gespielt. Ah, Michi, schön, dass du auch mal da bist. Machst ja eh keine Mordarbeit. Tschüss. Ey, Junge, ich könnte kotzen, Digga, was machst du? Jetzt muss ich, ja. Nein. Oh mein Gott, jetzt muss ich auf den Staubsauger kommen. Hast du den kaputt gemacht? Der hat das Ding komplett auseinandergenommen. Bevor wir kurz reingehen und fragen, ob alles okay ist. Oh nein, warte, ich tue zu. Komm, komm. Aber jemand gibt ihm mal ernst. Wir können auch selber ein Video einblenden. Hä, hey, was macht der da? Ja, Rivi, ist alles okay? Wir haben jetzt ein Video ganz Bille auf dem Handy aufgenommen und gefragt, ob alles okay ist. Und dann wird das checken. Hä, hey, blenden die das jetzt einfach im Stream ein bei ihm? Hier? Mir ist gerade ein Blumen. Das wäre lustig. Mann. Trotzdem mal Trash, Digga, ein Kill nur, Mann. Ja, Rivi, ist alles okay? Ja. Hallo? Ja, hallo? Warte mal. Hey, was ist denn? Ey, Bruder, ich hätte so Paranoia, wenn plötzlich... Ey, genau in diesem Moment, ich schwöre, ich hätte ausgemacht, weil ich hätte so Paranoia, Bro, dass ich gerade wirklich gehackt worden wäre und dass irgendjemand irgendwie... Weil ich hatte doch erst vor ein paar Tagen... Nee, vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen hatte ich erst diesen, ja, Hacker, in Anführungszeichen, Hackerangriff mit Tippi-Stream. Bruder, ich hätte so Paranoia bekommen, instant. Hä, wieso? Nein. Ey, Jungs, ich schwöre. So bad. Ich würde doch allen die Rechte wegnehmen, für immer. Bro, du brauchst dich verstecken hinter der scheiß Tastatur, Mann. Ey, das ist so uncool, gib mal ins Stream und Schulter. Ich hab dir eine neue Maus gebracht, ey. Halt's Maul, Alter, was hast du gemacht, Junge? Och, Digga, nee, du... Er ist halt wirklich getriggert, ne? Ich hab gefuckt. Guck mal, hol mal einen Staubsauger, mach das mal weg hier, Bro.
schwör. Ja, Julius ist allein. Ja, ja, sicher. Kann mal jemand bitte Staubsaugerkotron, bitte. Ey, Bro, das wär ein Win gewesen, die Runde. Was wollt ihr machen? Ja, okay, jetzt wird's, ja, jetzt Cap, jetzt wird's Cap. Was gut. Für eine Aufmod? Wäre ein Win gewesen, also. Super. Die, wahrscheinlich haben die dem sogar noch geholfen, indem die einfach irgendwas mit der Maus gemacht haben in dem Zimmer. Danke. Ciao. Ja, wir holen halt. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Es ist echt krass wieder gewesen. Das hab ich ja schon mal gemacht. Steigern kann man es nicht mehr, glaube ich. Das können wir nicht mehr. War nice. Ist zwar lustig, aber auch scheiße für seine Mates, vor allem wenn der Pro gewinnen will. Ja, aber der Pro kann doch eh nichts machen. Also, ist doch lustig. Ich glaube jetzt nicht, dass das da jemand böse aufgenommen hat. Vor allem, die haben das nur eine Runde gemacht. Vor allem bei Rivi macht das, glaube ich, eh keinen Unterschied jetzt, ob er jetzt irgendwie gehackt wurde oder nicht. Er wäre genauso schlecht gewesen einfach wie vorher auch. Also, das macht keinen Unterschied jetzt wirklich, ne? So. Bei ihm ist das okay.